Gelangweilt saß Chiaki im Klassenzimmer, während seine Gedanken immer wieder zu seinem Bruder abdrifteten. Auf den Test hatte er sich nicht so richtig konzentrieren können. Und auch jetzt konnte er nur daran denken, dass Akito und Madara jetzt in einem Klassenzimmer saßen. Momentan hatte Chiaki seinen Bruder nicht unter Kontrolle, und der kam auf die dümmsten Gedanken, wenn man ihn alleine ließ. Was, wenn er jetzt doch mit Madara sprach? Das wäre sein Todesurteil. Auf der anderen Seite hatte Chiaki das Gefühl, ihm einiges zu erleichtern, wenn Akito endlich herausbekam, was er für ihn fühlte. Da musste er sich nicht mehr so verstecken, und selbst auf die Gefahr hin, dass Akito ihn dann hasste, lange hielt er das hier nicht mehr aus. Besonders der Druck von Madara machte ihn wahnsinnig. Was wollte er denn von ihm? Nur damit er seinen Mund hielt. Er würde auf keinen Fall mit ihm in die Kiste steigen. Dann würde Akito erst recht wütend werden. Auf der anderen Seite hatte er sehr wahrscheinlich nicht einmal eine Wahl. Warum musste er sich ausgerechnet in seinen eigenen Bruder verlieben? Chiaki sah blinzelnd hoch, als sich Sasori neben ihm räusperte und dann auf das leere Blatt deutete. Fällt dir denn gar nichts ein, was du zeichnen könntest? Etwas, was dir viel bedeutet oder jemand, der dir wichtig ist? Irgendwas sollte sich da doch finden lassen, versuchte der junge Lehrer seinen Schüler zu animieren, aber der war für diesen Versuch nicht zu begeistern. Genervt starrte Chiaki aus dem Fenster. Ich kann nicht zeichnen, grummelte er und hoffte, den Kunstlehrer damit wieder loszuwerden. Doch Sasori war hartnäckig und er würde sich bestimmt nicht von so einem heranwachsenden Bengel so abfertigen lassen. Das fließt aber alles in deine Note ein und du willst hier wohl keine Jahrhunderte verbringen, oder? Versuchte es Sasori noch einmal und er setzte sich zu Chiaki. Hör mal, irgendwas muss doch in deinem Kopf sein, so nachdenklich, wie du schon die ganze Zeit über bist. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keine Idee hast. Und selbst wenn du nicht zeichnen kannst, kannst du es immerhin mal versuchen. Chiaki knurrte und sah abfällig zu dem Lehrer. Was bildete der sich eigentlich ein, mit ihm zu reden, als wäre er ein kleiner Junge? Am liebsten hätte er dem Kerl eine übergezogen. Aber dann sah er auf das Blatt Papier. Nein, ich will hier keine Jahrhunderte verbringen, murmelte er leise und er musste zugeben, dass dieses Argument durchaus zog. Deswegen griff er nach dem Bleistift und Sasori grinste triumphierend. Ruhig wuschelte er durch Chiakis Haare und schlenderte weiter durch die Reihen seiner Schüler, die ziemlich wenig geworden waren. Inzwischen überlegte Chiaki, was er malen könnte. Immer wieder blitzte sein Bruder vor ihm auf und das so, wie Gott ihn geschaffen hatte. Ein Grinsen huschte über Chiakis Lippen. Wenn dieser Lehrer wissen wollte, was da in ihm vor sich ging, dann konnte er das sehr gerne erfahren, aber niemand sollte sich nachher beschweren, denn er hatte es ja nicht malen wollen. Man hatte ihn ja schon fast dazu gezwungen. Ruhig fing Chiaki an zu zeichnen, und der Bleistift huschte mit einem Mal wie von alleine über das Papier. Dass er nicht zeichnen konnte, war nämlich eine Lüge gewesen. Er hatte eigentlich sogar richtiges Talent. Bisher hatte es dem jungen Mann nur nicht wirklich interessiert. Kunst war seiner Meinung nach was für Weicheier und Schwächlinge. Da er aber kein Schwächling sein wollte, hatte er sein Talent ignoriert und immer so getan, als könnte er nicht mal Strichmännchen hinbekommen. Jetzt fand er es allerdings ganz spaßig, dass er doch etwas aufs Papier brachte und die Konturen seines Bruders nahmen immer mehr Formen an. Zwar sparte Chiaki das Gesicht aus, sodass es nur ein Körper war, ohne Kopf, aber es war der Körper, nach dem sich Chiaki am meisten sehnte. Deswegen zeichnete er ihn auch. Den breiten Rücken, die schöne Brust nahm immer mehr Gestalt an und er konnte es nicht lassen, ihn komplett nackt zu zeichnen. Die Hüfte, den Hintern und natürlich auch dessen Männlichkeit, die Chiaki selbst beim Zeichnen eine Röte auf die Wangen trieb. Als er damit fertig war, ging er zu Sasori und legte ihm das Bild vor die Nase. Sie wollten doch wissen, was in meinem Kopf so vor sich geht. Jetzt wissen Sie's, meinte der Schüler knapp, ehe er sich wieder auf seinen Platz setzte und aus dem Fenster starrte. Sasori musterte das Bild und blinzelte. Mit sowas habe ich nicht gerechnet, murmelte er leise. Weniger wegen dem, was auf dem Bild zu sehen war, sondern vielmehr, weil er Chiaki geglaubt hatte. Jetzt hielt er aber ein Bild in der Hand, das nicht danach aussah, als würde der nicht zeichnen können, sondern vielmehr danach, als würden in dem Jungen Talente schlummern, die geweckt werden wollten. Also räusperte er sich, als er sich endlich bewusst wurde, was er da eigentlich so lange anstarrte, und er schmunzelte. Das ist doch gar nicht so schlecht geworden, meinte er und Chiaki sah zu ihm und zog eine Augenbraue hoch. Das war ja jetzt auch nicht so schwer, spielte es der junge Mann herunter, aber irgendwie war er stolz auf sich. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn er seinem Bruder das Bild hätte zeigen können. Doch er hatte Angst,
dass dann zu offensichtlich war, was er fühlte. Und dass Akito ihn dann verstoßen würde. Seufzend ließ Chiaki seinen Kopf auf den Tisch sinken und er schloss seine Augen. Er wollte wenigstens noch ein bisschen von seinem Bruder träumen. Währenddessen wünschte sich Sei, dass er träumte. Leider schien ausgerechnet sein größter Albtraum wahr zu werden. Die ganze Zeit über hatte er es für sich behalten können, dass er sich selbst verletzte. Aber jetzt stand Kisame da am WC und musterte ihn skeptisch. Sei hatte ja nicht geahnt, dass er verfolgt worden war. Und auch wenn er sich in einer der Kabinen die Pflaster vom Oberschenkel gezogen hatte, so hatten ein paar der Wunden wieder angefangen zu bluten. Da er sich in Sicherheit gewähnt hatte, war er einfach so aus der Kabine rausgelaufen in Boxershorts, um sich das Blut mit einem Papiertuch abzuwischen. Erst in dem Moment hatte er Kisame bemerkt. Und der sah ihn jetzt aus so undurchsichtigen Augen an. Sei wurde heiß und kalt. Warum ließ sich sein Gegenüber denn nicht wenigstens ein bisschen was anmerken? Er konnte ihn nicht durchschauen. Und er konnte nicht einmal erahnen, was Kisame jetzt wohl von ihm dachte. Bestimmt hielt er ihn für verrückt. Oder vielleicht ekelte er sich sogar vor ihm. Langsam senkte Sei seinen Kopf und Tränen brannten in seinen Augen. Aber er war zu stolz, um ihnen nachzugeben. »Was glotzt du denn so doof?« brachte er irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit hervor und er schluckte, damit seine Stimme wenigstens etwas mehr Halt bekam. Kisame schwieg und sah einfach nur auf Seis Oberschenkel. Der wurde bei der Situation langsam wütend und knurrte dann leise, »Jetzt rede wenigstens mit mir oder kannst du nur doof glotzen, sag mal!« Kisame schmunzelte und griff nach einem Papiertuch, welches er mit Wasser tränkte. Dann kniete er sich vor Sei und packte diesen am Oberschenkel. Erschrocken zuckte der junge Mann zusammen und nervös knabberte er an seiner Unterlippe herum. Als Kisame dann anfing, seine Wunden zu reinigen, wäre Sei beinahe umgefallen. Jeder andere hätte ihn angeschrien oder hätte sonst was mit ihm getan. Aber Kisame blieb total ruhig und kümmerte sich um ihn. »Du musst aufpassen.« Solche Wunden entzünden sich schnell und es kann unangenehm werden. Ein paar von ihnen sind schon ziemlich gerötet, meinte Kisame dann auch noch, und Sei zog fragend eine Augenbraue hoch. Warum kümmerst du dich um mich? Nuschelte er leise. Jeder andere hätte mich doch für verrückt oder total durchgeknallt gehalten. Warum du nicht? Ein leises Seufzen war von Kisame zu hören und er zuckte etwas mit den Schultern. Ein paar Minuten dauerte es, bis er sich zu der Wahrheit durchringen konnte. »Ich habe das auch mal gemacht. Da war ich aber noch jünger«, murmelte er leise. »Was meinst du wohl, warum ich hier bin? Erst haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt, damit ich mit dem Mist aufhöre, und danach kam ich hierher, damit ich Manieren lerne. Letzteres ist kläglich gescheitert bisher, würde ich sagen.« Dabei huschte ein Lächeln über seine Lippen, doch er wurde sehr schnell wieder ernst. »Mich haben sie erwischt, weil sich eine meiner Wunden entzündet hat und ich eine Blutvergiftung bekam. Du solltest aufpassen, dass dir nicht das Gleiche passiert, sonst schieben sie dich auch in die Klapse. Und da ist es nicht so angenehm wie hier, glaub mir. Hast du Pflaster?« Sei hatte ihm ruhig zugehört und bedrückt senkte er seinen Blick. Bisher hatte er immer geglaubt, mit diesem Problem allein auf der Welt zu sein. Niemand konnte ihn verstehen, weil niemand jemals so gefühlt hatte wie er. Da draußen gab es seiner Meinung nach niemanden, der auch nur im Ansatz begriff, wie er sich fühlte oder was für ein Mensch er war. Aus seinem anfänglichen Gefühl, anders als andere Menschen zu sein, war irgendwann das Gefühl geworden, besser als alle anderen zu sein. Dadurch hatte er sich immer mehr abgekapselt. Aber was hätte er auch sonst machen sollen? Zu wem hätte er gehen sollen? Er konnte niemandem sagen, dass er manchmal das Gefühl hatte, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, weswegen er alles andere kontrollieren musste. Und wenn das auch nicht mehr klappte, dann konnte er wenigstens noch sich selbst kontrollieren. Dann spürte er, dass er noch am Leben war. Dass er noch nicht vollkommen zu Eis erstarrt war. Kisame war verwirrt, als er von Sei keine Antwort bekam. Der zitterte mit einem Mal und war kurz davor zusammenzubrechen. Deswegen schlang Kisame seine Arme um den schmächtigen Körper und ruhig hob er ihn hoch. Sei wurde rot und von einer Sekunde auf die andere befand er sich wieder in der Realität. »Was soll das denn werden? Sehe ich aus wie ein Mädchen? Lass mich sofort wieder runter, ich kann alleine laufen!« Schmunzelnd sah Kisame ihn an. »Sieht momentan nicht danach aus. Deswegen werde ich dich jetzt in mein Zimmer bringen und behaupten, dir ging es nicht gut und ich müsste mich um dich kümmern. Was Kazuya und Pain können, das können wir doch schon lange. Außerdem habe ich keine Lust auf den langweiligen Unterricht bei dem Mushia.
Einer muss sich ja um deine Wunden kümmern. Und das werde ich jetzt machen. Say war davon so baff, dass er nicht in der Lage war, sich noch zu wehren. Dann fing er an zu grinsen. Er, alleine mit Kisame auf einem Zimmer, während die anderen noch im Unterricht saßen? Da ließ sich doch bestimmt mehr machen, als nur Wunden versorgen. Die waren für Say in diesem Moment sowieso nebensächlich. Und Kisame hatte zum ersten Mal seit Jahren wieder das Gefühl, von jemandem gebraucht zu werden. Er wollte Say helfen, auch wenn er nicht wusste, warum er das mit einem Mal wollte. Irgendwie musste man den jungen Bengel aber doch wieder davon losbekommen. Akito saß gähnend im Unterricht und wunderte sich, genau wie die anderen, warum Itachi nicht wieder zurückkam. Allerdings war ihm das nur recht, denn er hatte in der letzten Nacht furchtbar schlecht geschlafen und er hoffte auf ein wenig Ruhe. Nur Deidara wollte ihm keine Ruhe lassen, denn der tauchte mit einem Mal an seinem Tisch auf. Der Blonde wirkte bedrückt und er räusperte sich leise. »Akito? Ich habe Madara und Hiden eben ein bisschen belauscht und habe erfahren, dass sie Chiaki erpressen. Wusstest du davon?« Schwer seufzte Akito auf. Dann nickte er jedoch. »Ja, ich weiß davon. Aber mein liebster Bruder hat mir verboten, mich da einzumischen. Er meint, er bekommt das alleine hin. Wenn ich ehrlich bin, dann ist er ja auch nicht mehr der kleine Junge, dem man alles hinterhertragen muss. Der wird schon sehen, wie er mit Madara und diesem Hiden klarkommt.« Innerlich machte er sich als großer Bruder natürlich immer noch Sorgen, und am liebsten hätte er die beiden Idioten verprügelt. Aber er hatte Chiaki versprechen müssen, sich daraus zu halten. Deidara nickte etwas und sah dann kurz wieder zu Hiden und Madara, die noch immer am Diskutieren waren. »Naja, aber Madara meinte, er würde deinen kleinen Bruder knallen und dann irgendeine Bombe platzen lassen. Und mit dir hat es auch zu tun, weil Hiden meinte, er würde dich nochmal durchnehmen und das, wenn es sein muss, auch vor Chiakis Augen. Also betrifft es dich ja auch.« Blinzelnd sah Akito hoch und ihm fiel beinahe alles aus dem Gesicht. »Was sind das denn für perverse Penner?« murmelte er leise. Eigentlich war er mehr auf Madara wütend, denn Akito hasste es, wenn man seinen kleinen Bruder wie eine Sexpuppe benutzte. Er war doch auch ein Mensch. Bisher hatte er sich nur immer die falschen Männer ausgesucht. Und irgendwie hatte er sich wohl ziemlich in die Scheiße manövriert. »Sowas bekommt auch nur Chiaki hin«, grummelte Akito und er verschränkte die Arme vor der Brust. Wenn sein kleiner Bruder wenigstens mit ihm reden würde, was genau da los war und warum die beiden ihn erpressten. So schlimm konnte es dann doch auch wieder nicht sein. Immerhin waren sie Brüder, da musste man keine Geheimnisse vor dem anderen haben. Gut, Chiaki kam jetzt in ein Alter, wo man nicht mehr über alles mit seinem großen Bruder sprach. Und genau diese Tatsache wurmte Akito. Aber er machte sich auch Sorgen. Was hatte Madara gegen seinen Bruder in der Hand? Und warum meinte er auch noch, ihn so benutzen zu müssen? Allerdings schoss Akito Röte in die Wangen, als er Deidaras vorletzten Satz noch einmal genau durchging. »Der will was?« stotterte Akito mit einem Mal und Deidara musste lachen. »Das haben die gesagt, aber die sagen viel, wenn der Tag 24 Stunden hat. Keine Ahnung, ob sie das wirklich durchziehen, aber zuzutrauen wär's ihnen. Ich wollte dich nur warnen. Kann sein, dass die beiden was ganz Mieses mit dir und Chiaki vorhaben. Die spielen mit euch und das finde ich nicht in Ordnung.« Deidara entwickelte durch Akito langsam mehr Selbstbewusstsein. Endlich hatte er einen Freund auf seiner Seite und dem wollte er auf jeden Fall beistehen. Sowas gehörte sich. Und Deidara wollte seinen einzigen Freund nicht enttäuschen. Zum ersten Mal hatte er es geschafft, Hiden die Meinung zu sagen und das nur, weil Akito ihn so aufgebaut hatte. Da konnte er ihn jetzt nicht hängen lassen. Akito legte die Stirn in Falten und schnaubte leise. »Ich muss nochmal mit Chiaki reden. Die beiden drehen langsam durch, und wenn er mir nicht sagt, was sie gegen ihn in der Hand haben, dann platzt hier wirklich bald eine Bombe.« Deidara nickte, und er ahnte, dass diese Bombe Akito selbst war. Wenn es um seinen Bruder ging, konnte er wohl sehr wütend werden. Und dann wollte Deidara ihm nicht mehr in die Quere kommen. Was steckte da nur hinter?